Obwohl die meisten Hundehalter darauf achten, dass ihr Hund während der Läufigkeit nicht gedeckt wird, passieren doch immer wieder Unfälle. Vielleicht sogar, ohne dass der Besitzer es merkt. In anderen Fällen ist die Schwangerschaft geplant. In den ersten Schwangerschaftswochen ist es schwer, diese zu erkennen. Doch es gibt ein paar verräterische Indikatoren. Achte auf die folgenden 5 Anzeichen, wenn du dich fragst, ob dein Hund schwanger ist, und suche unbedingt einen Tierarzt zur Aufklärung auf. Nummer 1. Verminderter Appetit und Erbrechen. Appetitlosigkeit ist eines der frühesten Anzeichen für eine Schwangerschaft einer Hündin. Nicht alle Hündinnen machen die Hundeversion der morgendlichen Übelkeit durch, aber einige essen in den ersten 2 Wochen der Trächtigkeit weniger und gleichen dies später aus. Wenn eine Hündin unter Übelkeit leidet, dann ist das normalerweise in der 3. und 4. Woche der Fall. Verliert deine Hündin plötzlich den Appetit oder muss sie sich gelegentlich übergeben, dann versuche sie nicht zum Essen zu zwingen. Wenn sie länger als 3 Tage das Futter verweigert, ist es spätestens an der Zeit, den Tierarzt aufzusuchen. Nummer 2. Plötzliche Abnahme der Aktivität. Wenn deine Hündin normalerweise energisch ist, kann eine plötzliche Abnahme der Aktivität ebenfalls ein Schwangerschaftsanzeichen sein. Genau wie bei einigen Frauen können auch Hunde Erschöpfungsgefühle verspüren, wenn sich ihr Hormonspiegel ändert. Dies beginnt normalerweise etwa 2 Wochen nach dem Beginn der Schwangerschaft und kann später nachlassen, wenn sie sich an den neuen Zustand gewöhnt hat. Nummer 3. Brustentwicklung. Die Brustentwicklung ist ein guter Indikator dafür, dass der Körper deiner Hündin Schwangerschaftsveränderungen durchmacht. Die Brustwarzen sind normalerweise klein und der Bereich darunter fühlt sich flach an. Sobald eine Schwangerschaft im Gange ist, beginnen sich die Milchdrüsen unter den Brustwarzen zu entwickeln, die sich auch leicht vergrößern, um die spätere Milchproduktion unter Stillen vorzubereiten. Etwa 2 Wochen nach dem Decken sollte eine Veränderung sichtbar sein. Nummer 4. Änderung der Brustwarzenfarbe. Neben der Brustentwicklung wird die Brustwarzenfarbe rosiger. Insbesondere die letzten 4 bis 6 Brustwarzen, die den Hinterbein deiner Hündin am nächsten sind. Normalerweise sind diese hellrosa-grau, aber aufgrund der erhöhten Durchblutung werden sie gerötet. Diese Veränderung findet ungefähr zur gleichen Zeit statt, wenn die Brustentwicklung beginnt. Und Nummer 5. Verhaltensänderung. Fast alle neuträchtigen Hunde zeigen eine Verhaltensänderung. Einige Weibchen werden besonders anhänglich und klammern sich möglicherweise an ihren Halter. Andere werden ein wenig mürrisch und ziehen es vor, alleine zu bleiben. Verhaltensänderungen treten oft schon wenige Tage nach einer erfolgreichen Deckung auf. Gegen Ende der Trächtigkeit, etwa ab der 6. Woche bis zur Geburt, wird deine Hündin ein Nestverhalten zeigen. Das bedeutet, dass sie sich auf die Ankunft ihrer Welpen vorbereitet. Sie kann in diesen letzten Wochen auch reizbarer sein, da sie sich körperlich unwohl fühlt, während sie den Wehen immer näher kommt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.